Oh, da sind wir wieder. Wir stehen vorm Bossraum und ihr denkt euch, oh nein, nicht noch eine Bossfolge. Ja, okay, wir gehen jetzt woanders hin. Und kommt dann aber nochmal wieder zurück zum Boss, weil der mir immer noch Spaß macht, Reinhold Messmer. Und wir würden jetzt vielleicht nochmal ganz kurz andere Kleidung anziehen. Und wie laufen wir jetzt rum? Jetzt haben wir hier das Eis und das Blutding. Ach, wir können ja einfach auch so weiterlaufen. Und ich hatte ein Voting gemacht in der letzten Folge auf Twitch. Da waren 58% für Boss weitermachen. Aber ich hatte das jetzt so oft versprochen, dass ich mir gedacht habe, wir gucken noch mal kurz woanders hin. Und dann kommen wir aber auch blitzgescheit wieder zurück zum Boss. Nur einmal ganz kurz jetzt die Seele auftanken. Und die Seelen auftanken können wir vielleicht auch machen. So, wir gehen jetzt einmal hier runter und ich gucke mich mal um im Innenhof. Weil da waren wir noch gar nicht. Hier waren wir noch gar nicht. Ich habe jetzt immer noch mein Boss-Bild hier, was eigentlich komplett gar nicht das ist, was ich jetzt spielen wollte. Da können wir uns noch irgendwas Feines... Ihr könnt zum Beispiel hier noch die anderen Klingen reinlegen. Und dann kann ich... Diesen Standard... Ah, jetzt habe ich natürlich eine Fettrolle. Wie sich das gehört. Was? Immer noch große Last? What? So geht. So, jetzt gucken wir uns mal hier um. Na, was ist... Nein! Ernsthaft? Okay. Das ist jetzt nicht wirklich passiert, oder? Dass hier noch ein Boss ist? Nee. Das können wir voll weit. Nein! Ich kämpfe jetzt nicht gegen Kommandant Gaius, Julius Caesar. Nein, ich mache mir mein. Alles, was ich gelernt habe, ruiniere ich mir, wenn ich jetzt hier den nächsten Boss mache. Vergiss es. Nope. Nein, das machen wir nicht. Aber jetzt weiß ich auch, wo der ist. Okay, alles klar. Jetzt weiß ich auch, was hier wohnt. Dann machen wir jetzt Folgendes. Ich gehe mal hier hin. Oh, war da noch ein Raum, den ich noch nicht... Ah, warte, nee, das ist nicht das. Das ist falsch. War ich noch nicht in diesem Raum? Gucken wir erstmal. War ich hier noch nicht richtig drin? Doch, hier habe ich doch Dings geholt. Den Dingsbums habe ich mir geholt. Doch, doch, da war ich. Hier ist nichts mehr weiter. So, ganz kurz, lass mich überlegen. Eine von den beiden. Ich weiß nicht, ob es der Dachspeicher ist oder der. Eine von den beiden. Da gab es noch einen Weg, den wir noch nicht genommen hatten. Jawohl, es ist der hier. So, und zwar sind wir nämlich da die Leiter hoch, meine ich. Und wir wollten aber nämlich nochmal runtergehen. Ich glaube, hier war ein Fahrstuhl. Warte mal, da ist auch noch ein Item. Das heißt, da war ich auch noch nicht. Wie kommt man denn da hin? Also da ist ja diese andere Gnade, aber da muss ich dann... Da rechts ist, glaube ich, geht's nicht da lang. Alter. Ich verstehe nicht, dass du schon so weit bist, aber so wenige Fragmente hast. Ja, keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Je ne sais pas. Wie komme ich denn da hin? Da ist eine Treppe von der anderen Seite. Also ich glaube ja schon, dass man auch auf die Bücherregale raufkommt. Vielleicht komme ich da über diesen Stier darüber. Guck mal.
Möglicherweise über das Gehirn. Naja, wir fahren jetzt erst einmal runter. Zeit für die Lampe. Das ist so lang. Gibt es eine Rangliste an Aufzügen? Ich glaube, der hier ist bestimmt auf Platz 2. Locker, oder? Oder 3. Ah, nee, warte, jetzt bin ich hier. So, und hier unten... Warte mal, das ist doch sogar noch ein Item. Habe ich das etwa nicht aufgesammelt, um mich dran zu... Ach, scheiße. Warum hat er mich jetzt geärgert? Ach genau, hier, da kam ich ja nicht hin, wegen Wasser und so. Oh Gott, ich hoffe, ich bin hier richtig. Das ist einfach... Es gab hier noch einen Weg, den ich nicht lang gegangen bin und ich weiß aber nicht mehr, welcher das war. Boah, das ist halt erst schon eine Weile her. Genau, warte mal, hier... Bin ich hier reingekommen? Boah, ich weiß es nie mehr, Leute. Warte mal ganz kurz. Möglicherweise bin ich diesen Weg gekommen. Ich weiß es nicht mehr. Meine Erinnerung hat mich verlassen. Es gab hier einen Bereich, den ich noch nicht erkundet hatte. Ach, guck mal, hier war ich ja offensichtlich noch nicht. Also würde ich ja das Item... Hätte ich ja dann aufgesammelt. Hier geht's sogar hoch. Und hier... Gibt's hier irgendeine versteckte Wand? Ne, die würde einfach nur im Wasser landen, die Wand, oder? Höchstens die genau gegenüber. Meint ihr, das ist eine versteckte Wand gegenüber? Was passiert, wenn ich rolle? Falle ich dann da rein? Also das da hinten könnte eine versteckte Wand sein. Rein architektonisch müsste dahinter was sein. Schade. Dann die Leiter rauf. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich überraschenderweise den Weg genommen, den ich gesucht hatte. Ah, bap, 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 bap. Ist das hier etwa ein Wasserlastig-Ab-Mechanismus? Da ist ja auch immer noch dieser Riesenfisch drin, ne? Was jetzt? Das hätte man wahrscheinlich von Anfang an machen sollen. Bevor man da in diese Katakomben reingeht. Okay, das ist ja geil. Hammer. Okay. Das hätte ich vielleicht wirklich früher machen sollen. Was haben wir alles freigelegt jetzt? Was ist mit dem Zappelfisch? Kann der auch an Land? Wahrscheinlich ja. Und da ist noch eine Gnade. Okay, jetzt das ganze Gebiet nochmal neu.
freigespielt. Was passiert, wenn ich jetzt hier wieder... würde nicht funktionieren. Aber möglicherweise... Ah, wohl, das ist eigentlich egal. Ich habe gerade überlegt, ob jetzt einige Items gar nicht mehr zugänglich sind, aber das ist ja egal, weil das Wasser... ist ja eh weg. Also das konnte man vorher ja auch nicht betreten, das Wasser. Das macht keinen Unterschied, ob es da ist oder nicht. So, hier muss jetzt dieser riesige Zappelfisch irgendwo sein. Ich versuche mal schnellstens an die Gnade zu gelangen. Eigentlich, wir haben ja kaum was erledigt. Wir können auch uns kurz hinsetzen. Oh ja, guck mal. Ich traue natürlich jetzt hier niemandem, ne? Ah ne, die lasse ich in Ruhe. Das waren Freunde. Haben waren Freunde. Muss ich hier alles nochmal... Und jederzeit kann dieser Fisch kommen. Sag mal... Die sind übrigens härter, als sie aussehen, ne? Also sie sehen hart aus, weil sie ja krass gepanzert sind, aber... Okay, für diese bescheuerten Krabbeneier habe ich jetzt kein Interesse, gegen den zu kämpfen gerade. Ich will erstmal hier erkunden. Jetzt habe ich natürlich... Ach. Da war noch ein Item. Traue ich mich da gar nicht mehr hin. Wahrscheinlich wird das nicht der einzige Frechdachs sein. Oh fuck, was war das? Vielleicht kann ich ja die Krabbe dafür begeistern, gegen den großen Knochenfisch zu kämpfen. Warum eigentlich nicht? So, da war noch am Baum ein Item. Oh, fuck. Fuck, was ist das? Oh! Das ist ja ein Knarzbaum. Ist das der Fisch? Das ist ja gar kein richtiger Fisch. Das ist ja, was ist denn das überhaupt? Oh Gott, diese Sorte, jetzt habe ich natürlich diese dumme Krabbe noch im Gepäck. Nee, du kannst nicht durch den Baum wuchten, nur weil du auch im Baum bist. Das geht nicht. Kann sein, dass ich kaum Schaden mache. Den Knarzbaum. Schnell weg. Ich glaube, dass der gar nicht so gegen Blutung ist, ja ein Baum, ne? Ist ja die Frage, ob den das überhaupt interessiert, dass er das. Okay. Oh fuck. Bin nicht sicher, ob den das überhaupt interessiert.
Dornenmantel. Okay. Dornenmantel. Glaube 20. Bedeckt sich mit den undurchdringbaren Dornen des Schattenbaums. Zauberei derer, die die Praxis der Anrufungen aufgegeben haben, nachdem ihr frommer Glaube sie nur mit Verzweiflung belohnt hat, will den Zaubernden in undurchdringliche Dornen, die aus dem Schattenbaum wachsen. Wenn er bedeckt ist, fügen Ausweichrollen den Gegnern Schaden zu. Das ist ja geil. Das Bild des missgestalteten Schattenbaums ist ein Edikt. Verbrennt alles, was existiert, verwundet alles, was existiert, denn wir sind verlassen worden. Okay. Okay. Ach, guck mal, die Krabbe hat das hoffentlich gesehen. Guck mal, jetzt tut sie so friedlich. Ja, ich wollte ja euch auch nur essen. Okay, jetzt muss ich mal alles hier ablaufen. Die Krabbe habe ich richtig beeindruckt mit meinem Kampf. Ach du Scheiße, da wohnt schon wieder einer von diesen Rotgerobten. Schon die Rotrobe. Ich kann ja einmal ganz kurz auch noch zur Gnade stiefeln. Und mich einmal auffüllen. Aber ich habe schon auch ein bisschen Angst, dass ich hier wieder die Hälfte verpasse. Also da ist die Gnade. Ich meine, hier haben wir alles. Da kamen wir her, ne? Ja. Hier haben wir, glaube ich, alles schon durchsucht. Da links kommen wir dann zu den Krabben, ne? Ja. Okay. Also dadurch, dass wir jetzt hier nichts gemacht haben, was großartig zurückkommt, gehe ich nochmal eben an die Gnade. Meint ihr eigentlich, dass es, weil ich es gerade so ein bisschen im Chat sehe, dass quasi das, wenn ich das Rivers of Blood, also das ist ja das Ding und dann gibt man ja, kann man ja, kann es auch umdrehen, ne? Und das Ding hier nutzen von Blutige Ströme, ich gerade im Chat sehe, ich bin mir nicht sicher, ob, was ist, ja, was ist besser quasi für die Special Attack Hand. Man kann sie auch tauschen. Und dann sieht das so aus. Ich weiß nicht genau, was besser ist. Diese blutigen Ströme haben dir nicht so gefallen gegen die Feuerdudes. Ja. Macht halt zwei, ne? Ich weiß gar nicht, ob die Reichweite identisch ist. Keine Ahnung. So, Orientierung 3000 müssen wir jetzt einmal aktivieren. Aber Proc kein Blut, Trash und FF-Tier. Ah, nur noch der letzte Hit von dieser Combo macht dann... Ah, okay. Ja, den kenne ich hier. Den kenne ich. Das ist am besten mit einer Rolle. So, den kenne ich auf jeden Fall. Mehr Hits, Brocken, schneller Blut, totally busted, leider. Ah, okay, aber dann ist es ja... Frage ist, ob ich das dann überhaupt nutzen soll oder ob ich dann zum Beispiel eins mit Ice oder Holy oder so stattdessen... Ja, ich habe natürlich jetzt diesen einen Blut-Talisman nicht mehr. Den habe ich jetzt das Feuerding. Das müsste ich mal eben kurz tauschen. Und stattdessen. Das hier nochmal reinmachen. So, jetzt lass uns nochmal in Ruhe kurz alles durchgucken. Das ist hier ganz fürchterlich für Leute,
die grundsätzlich nicht gut sind in Orientierungsfragen. Also ich glaube, hier kommen wir auf jeden Fall hoch. Das war der Torbogen, durch den ich nochmal schreiten wollte. Wir können jetzt eventuell ja auch, ich weiß nicht, ob wir nochmal auf das erste... Hat er mich schon gesehen? Och, was ist denn jetzt? Der hat Kinder erschaffen. Och, Leute. Ach du Scheiße. Okay, der ist ja einfach auch dumm. Ganz offensichtlich. Die explodieren, glaube ich, ne? Wir sollen erstmal alle explodieren und dann können wir weiterreden. Ach scheiße, da habe ich noch Freunde getroffen, die ich nicht treffen wollte. Komm mal her zu mir bitte. Jetzt ist es besser. Oh fuck! Oh, knapper Mann! Oh, gierig. Großgier, Großgier. Ich hänge fest, Sackgasse, Mist, Mist, Scheiße. Ah. Vielleicht kann wieder so ein Gierlappen kommen. Ah, falsche Richtung, aber ist kein Problem. Ja, da ist er. Tschüss. Wusste ich doch, dass er noch einer steckt. So. Wo ist jetzt Rot Johnny Boy? Da. Oh, der ist richtig wütend. Ich sagen, dass das ganz gut war, dass der Blutscher. Ah, hi! Was geht ab? Der Blutschaden hat gut. Oh, ey, scheiße. Hat zur rechten Zeit reingehauen, wollte ich da mal sagen. Okay. Oh, guck mal, hier ist noch ein Hebel. Das ist ein Aufzug. Was habe ich eigentlich Leckeres bekommen von dem? Die sieht doch gar nicht so schlecht aus. Hat die Special-Fähigkeiten? Helm von Vego, dem Ältesten unter den Feuerrittern. Zwei verzerrte Todesmasken, die aufeinander gestapelt wurden. Verringert FP-Verbrauch beim Herbeirufen von Geistern. Von der Einsamkeit verzerrt, wandte der alte Mann seine Aufmerksamkeit der Spiritualität von Mesmas Flamme zu, die er in einem Ritual der Auferstehung verwendete. Dennoch brachten die seelenlosen Körper, die der arme Vego zum Leben erweckte, ihm keinen Trost. Ja, das sind diese Feuerbrüder, die er sich da gerade geholt hat, ne? Tja... So, das ist doch die Statue, wo das Item drauf lag. Guck mal, hier ist alles jetzt zugänglich. Müssen wir uns ganz in Ruhe angucken hier. Alles, guck mal, hier auch die Wände so richtig schön zugemoost. Wurde das denn absichtlich geflutet? Man bekommt ja schon den Eindruck, wenn man sieht, dass es so Fluttore in der Burg gab, dass das Fluten des untersten Stockwerks durchaus eingepreist war. Diente das vielleicht dem Zweck, bei einer Belagerung, dass man den Eindringlingen feuchte Füße macht. Oh, geil. Siegel der Feuerritter. Heiliges Siegel der Feuerritter, die unter direktem Kommando von Mesmer dem Pfähler standen, verstärkt Feueranrufungen Mesmers. Das Emblem von Mesmers Armee zeigt einen goldenen Ring und das Feuer seines heiligen Siegels. Na gut. Haben wir ja eigentlich nicht. Oben lag eine Notiz, die darüber sprach, im Turm. Haben wir die eingesammelt? Diese Notiz? Haben wir davon Notiz genommen? Sie müsste vielleicht ja hier... Das ist die Karte. Hm.
Nee. So. Dann machen wir mal hier weiter feuchten Fußes. Klatsch, klatsch, spratz, spratz. Oh, hier. Alles kaputt. Da geht's auch noch weiter. Oder? Oh, geil. Das ist überraschend. Oh, ein weiterer Aufzug. Apropos, ich habe den anderen Aufzug gar nicht betätigt. Kann das sein? Shit. Oh, jetzt bin ich hin und her gerissen. Ich fahre einmal kurz hier hoch. Ich habe den anderen Aufzug vergessen. Wieso habe ich den denn nicht benutzt? Was geht vor allem noch tiefer runter? Alter Schwede. Ich bin gleich im Erdkern. Hallo? Oh! Ja, geil. Aber das sparen wir uns jetzt aber auf. Das sparen wir uns kurz auf. Und bevor ich das vergesse... Das geht schneller als zurückzulaufen. Und zwar war der andere Aufzug, ich gehe doch mal stark davon aus, dass dieser Rotritterboy jetzt ja für immer weg ist, weil der hat ja auch einen Namen gehabt. Und alles, was einen Namen hat, stirbt einen permanenten Tod. Was war hier drin? Ich weiß es nicht mehr. So, wo ist jetzt nochmal hier der Eingang? Oh, ich bin komplett falsch gelaufen. Ich bin komplett falsch gelaufen. Ich wollte da rein, die Stufen hoch. Wo der Kampf gewesen ist. Hier muss das doch irgendwo sein. Hier links. Und dann hier hoch, genau. Also bin ich denn falsch gelaufen? So, der ist doch bitte jetzt nicht mehr da. So ein Glück. Und dann hatten wir doch noch, war das hier oder ein weiter? Scheiße. Was ist das denn? Ich hau einfach ab. Ich wollte nur diesen Aufzug nehmen. Der geht nach oben. Hi, Leute. Ich dachte, die wurden beschworen von dem Rotrobigen. Okay, das ist ja lächerlich. Ist der kaputt oder was? Ach du Scheiße. Fuck, warte mal. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich weiß, wo ich bin. Das ist ja die erste Ebene. Nein! Oh, ich hatte ihn doch. Geschnappt. Hi. Ja, 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 ja. Danke für das, für die Mitarbeit. Okay. Ich bin ja richtig sauer, ne? Ich hab denen überhaupt nichts getan. Ich glaube, deren Geschichte ist relativ schnell erzählt. Und zwar sind das allesamt eher Soldaten, die denen vorgegaukelt wurde, sie würden eine spezielle Sondereinheit sein und so weiter. Und es wurde ihnen aber untersagt, sich selbst zu richten, sondern sie müssen immer kämpfen. Und deswegen durften sie sich aus ihrem Elend nicht befreien. Aber sobald sie jetzt einen Feind sehen, ist das sozusagen eine Einladung, weil sie dann, das ist so eine Klausel. Die dürfen halt sich selbst in die Luft jagen, wenn sie gleichzeitig einem Feind Schaden zufügen. Und ich glaube, die wollen einfach nur erlöst werden. So, jetzt machen wir das gleich nochmal. Ach, Blue Firefox, das ist ja nett.
Okay, jetzt müssen wir das Spielchen nochmal wiederholen. Im Idealfall nervt uns der Rote nicht. Wahrscheinlich sieht er mich jetzt und jagt hinter mir her. Yes! Sehr gut. Das ist doch alles, was wir wollten. Jetzt stellt sich die Frage, ob es noch weitere... Hi! Haha, guck mal da. Scheiße, der kann mich gleich beschmeißen. Jetzt denkt er, ich bin der Kopf. Oh, es gibt doch diesen... es gibt doch diesen einen Helm, der aussieht wie ein Kopf. So ein bisschen. Jetzt ignoriert er mich. So, jetzt können wir entweder direkt hier wieder zurückgehen zur Passage. Oder wir überlegen kurz, ob es noch was anderes gibt. Also wir können auf jeden Fall mal hier nochmal zurückgucken, ob man da oben vielleicht irgendwas noch... Wo, ich glaube fast nicht. Aber ich probiere mal da, weil das da war ganz am Anfang alles ja mit Wasser voll. Vielleicht finden wir hier noch was. Genau, hier. Und zwar... warte mal, kamen wir aus... Ja, wir kamen hier raus, ne? Oh, da, ach, guck mal, hier war ich auch noch nicht! Stimmt! Oh Gott, krass! Das haben wir auch noch nicht gemacht. Boah, das ist unfassbar. Was es hier noch alles gibt. Man vergisst ja alles. Hier waren nämlich diese Töpfe. Hier waren wir in Topfhausen. Das war gar nicht... Wo war denn nochmal hier? War, nee... Fuck, wo war das nochmal? Wo war nochmal Eingang? War das hier? Versunkene Kapelle? Nein. Hier könnte es gewesen sein. Aber gut, dass ich mich da aus Versehen an die falsche Stelle teleportiert habe, weil da geht's auch noch weiter. Da ist diese große Brücke. Das ist ja unfassbar. So, hier wollte ich einmal gucken. Genau. Oh, was ist denn jetzt? Was ist das denn? Was habe ich erhalten und warum? Ah, da habe ich schon etwas von. Ich habe schon wieder vergessen, was die macht. Ist da irgendwer gestorben? Quest-Item? Weil ein Gegner gerade gebuggt ist und gestorben ist. Einer der Tree Spirits ist gestorben. Oh nein, oh nein, oh nein. Also, hier wollte ich nochmal jetzt gucken. Ganz in Ruhe. Ob jetzt hier irgendwas Feines noch für uns verfügbar ist. Guck mal, hier haben wir jetzt einen Aufzug. Der war doch sicherlich vorher auch im Wasser versunken. Das heißt, hier können wir auch wieder hoch. Ah ja. So, was haben wir denn noch? Können wir vielleicht da irgendwo noch uns droppen lassen. Ich jump da nochmal rüber. Okay, da ist die Riesenkrabbe. Und die diniert. Ah, die sitzt quasi über einem Item, was ja eigentlich von rechts wegen mir gehört. So, von hier sieht man ja auch ganz gut. Natürlich sind jetzt die Stege, die hier waren. Hier waren ja so Stege, die haben uns darüber geführt. Die sind jetzt weg. Möglicherweise, wenn ich jetzt da nicht raufgegangen wäre, hätte ich da gar nicht mehr hingekonnt. Ich weiß gar nicht mehr, ob da ein Item lag. Vielleicht wäre das dann auch abgesunken und wäre dann auf dem Boden. Keine Ahnung. In jedem Fall gehen wir da gleich mal rein. Das muss ich nochmal kurz gucken. Da links von uns. Genau, da war die Kampfarena. Wie findest du die Schwierigkeit vom DLC? Ach, die ist schon recht knackig auf jeden Fall. Da ist auch noch ein Item. Wie habe ich die denn alle übersehen? Das sind sogar zwei Items. Und da ist auch noch irgendwas. Voller Items alles noch. Okay, dann sollten wir vielleicht mal anfangen. Ich unterschätze natürlich diese Krabbe nicht.
könnte sie auch einfach von oben mit Pfeilen bestücken. Aber das ist ein Fuck, da sind ja sogar zwei Riesenkrabben. Ist es dieses Item wert? Ich meine, das ist so ein leicht, ist es so leicht lila angehaucht? So ein Qualitätsmerkmal, oder? Fuck. Guck mal, Papa, ich bin hier oben auf dem Dach. Ja, sehr gut, mein Sohn. Ey! Oh, sie machen Krabbenhochzeit. Oh, fuck. Oh, ich lebe wieder. Er lebt noch, wollte ich sagen. Aber ich... Okay, jetzt muss ich seine Nachfahren... Oh, die ganze Dynastie ausgerottet. Das war gar nicht unbedingt mein Ziel, aber okay. Eine andere Runde, okay. Ein paar Krabbeneier. Also hier müssen ja noch einige Leckerlis auf mich warten. Ich hoffe wirklich einfach für mein Gewissen, dass diese Krabbeneier irgendeinen Wert haben. Weil wenn die kompletter Rotz sind und ich töte hier diese gigantischen Kreaturen, die müssen ja 100 Jahre alt sein. Wie oft muss eine Krabbe den Panzer wechseln, bis sie halt diese epochale Größe erreicht hat? Die muss ja wirklich hunderte Jahre alt sein. Und dann komme ich und für so ein paar Krabbeneier, die vermutlich nicht mal besonders lecker sind, vernichte ich hier die ganze Familie. Das ist, fühlt sich nicht richtig an. Okay, hier ist nichts mehr. Warte. Dann lass uns mal hier raus. So, jetzt folgen wir mal dieser Leuchtspur an Items. Ah, okay, das war jetzt nicht so. Ja, sauber, einen richtig schönen Faden. Und einen schönen Vierer Schmiedestein. Okay, ein paar Kukris. Lass mal ein bisschen Licht machen. Hier? Ja, schaut mal. Also da ist immer noch nicht der Boden. Also ursprünglich ist das hier nicht das Erdgeschoss. Hier sind noch welche von diesen Booten. Die haben wir weiter oben auch noch gesehen. Da brannten so Feuer drin. Ja, wenn man die ausbrüten könnte, wäre natürlich cool, ne? Dann würde man sich dann so ein Reittier noch züchten oder so. Das wäre doch nice. Warte mal, ist das hier überhaupt... Das ist ja gar nicht der Ort des... Oder? Aber ist der Baum, wo wir gerade gekämpft haben? Ich glaube, das ist... Der ist da irgendwas? Kann man da rauf? Guck mal, da ist so ein Ast. Der lädt ja fast zum Klettern ein. Da gehen wir gleich mal rauf auf den Baum. Aber einmal will ich hier erstmal sicher gehen, dass ich... Da sind die Überreste der Krabben. Hier ist der Fahrstuhl, womit es wieder hoch geht. Oder? Jo. Okay, und da geht es jetzt wieder runter in das Kampfgebiet. Ich weiß nicht, ob jetzt hier noch irgendwas ist. Vielleicht geheime Türen oder so. Ich versuche erstmal auf den Baum raufzukommen. Wo war das? Hier. Ey. Du. Kraxeln. Oh Gott. Ist hier überhaupt irgendwas? Nö. Schade. Man hat eine gute Aussicht, aber mehr nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt hier alles habe. Ist auf jeden Fall sehr imposant. Die Architektur ist wirklich beeindruckend.
So, okay, jetzt sind wir hier. Lass mich kurz überlegen. Jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können das die Gnade nehmen, wo es so wie hieß das? Hier. Genau, wir können zum Baumkult gehen. Wir können hier weitergehen über die Brücke. Aber ich habe, glaube ich, hier der Baumkult. Oh, warte mal, das scheint mir ja riesig zu sein. Okay, der Baumkult ist richtig groß wahrscheinlich. Ich glaube, im Haus selber. Doch, da gab es auch noch Sachen. Wir haben im Haus noch längst nicht alles gefunden. Weil ich hatte ja diverse Items noch gesehen. Also da sind Ebenen, auf die wir noch nicht gekommen sind. Da könnten wir auch noch weiter rumirren. Wobei ich nicht weiß, ob diese Items die Mühe wert sind oder ob das vernachlässigbare Güter sind. Wir können ja erstmal zu dem Baum gehen. Das Haus hat auch einen Vordereingang. Ja, aber ist das jetzt, sind wir nicht jetzt quasi überall schon gewesen? Ist das dann nicht fast egal, über welchen Eingang man kommt? Ich sehe eine dicke Brücke. Oh, hört ihr dieses Grollen, was aus der Tiefe emporsteigt? So, die wird jetzt hoffentlich nicht zusammenbrechen. Wehe. Oh, was haben wir denn hier? Hallo? Die haben so viele Kapellen. Also, verdammt gläubige Gemeinschaft hier in jedem Fall. Die haben sich sehr viel Mühe gegeben. Oh, ein Iris der Gnade. Das habe ich immer noch nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Ich check immer noch nicht, was das macht. Oh! Oh! Was haben wir hier Feines? What? Marikas Rune? Die muss ja sehr wertvoll sein. 80.000 Mark. Hier höre ich irgendwas. Okay. Alter Schwede. Wir haben jetzt natürlich sehr viele Seelen gerade, aber ich müsste noch mal 100.000 dazu verdienen. Also ich könnte natürlich jetzt, wisst ihr was, ich mache einfach, ich habe ja diese ganzen Runen. Wozu soll ich die sonst verwenden? Soll ich, das ist doch einfach reiner, das ist doch keine Quest und nix. Die muss ich ja nicht aufbewahren. So, und dann essen wir noch ungefähr, weiß nicht, 25.000. Bisschen weniger, ne? Noch die 50, 80 ist zu viel. Machen wir die. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Oh, 203.750. Jetzt müssen wir rechnen. Was habe ich gesagt? 203.000? Müsste doch die reichen, oder? Eine 2000er? So, dann nehmen wir nochmal eins auf Geschick. Und wir können das auch machen. Ja, fantastisch. Guck mal. Jetzt sind wir nämlich schon auf Stufe 7. Und hier. Sehr gut. So, dann gucken wir mal hier. Jetzt fühle ich mich befreit. Keine Seelen mehr an Bord. Stachelige
verdörrte Pflanzen. Was ist das hier für eine Giftsuppe? Nehme ich da Gift? Oh, das sieht ja geil aus. Wie so eine Traumsequenz. Oh fuck, diese Gegend ist unheimlich. Ja, jetzt muss man sich erstmal ein bisschen orientieren. Ich laufe jetzt hier am äußersten Rand lang. Ah, das ist hier nur so eine kleine Ecke. Ah, okay. Man kommt gar nicht hier in dieses Gebiet. Ich dachte, man kommt hier in dieses grüne Gebiet, aber das ist ja nur dieser kleine Abschnitt. Mein Pferdchen darf nicht kommen. Oh, warte, von wegen. Entschuldigung. Okay, hoffentlich gibt es keinen Ärger jetzt. Ratet mal, wer jetzt schon keine Orientierung mehr hat. So, da kamen wir her. Ich laufe jetzt erstmal hier am Rand alles ab. Das Gebiet scheint mir dann doch nicht so groß zu sein, aber irgendwas muss ja hier noch sein. Kann man da auf diese Bäume rauf? Ich glaube nicht. Oder? Dürfte ein bisschen zu steil sein. Oh, von wegen. Okay, viel höher geht's nicht. Ich weiß nicht, ob da auf einem der Bäume vielleicht was drauf ist. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Könnte auch eine Kampfarena sein, tatsächlich. So von der Größe. Direkt mit so einer Gnade davor. Kann ja auch genauso gut sein, dass jetzt hier wieder irgendwas aus dem Wasser geschossen kommt. Boah, sieht das geil aus. Der goldene Baumharz fließt zähflüssig den Stamm hinab. Also, es würde mich nicht wundern, wenn ich gleich durch die Mitte laufe und dann prescht da irgendwas aus dem Gewässer raus und grapscht nach mir. Aber ich fühle mich safe. Wir haben unsere Seelen ausgegeben. Alles gut. Ich bin nicht gestresst. So, jetzt ist hier nicht wirklich irgendwas am Rande. Pferdchen darf ich nicht rufen. Jetzt scheint mir, oh, man kann sie auch nicht droppen oder so. Okay, dann gehe ich jetzt mal in die Mitte. Muss da irgendwas sein? Come on, jetzt zeig dich schon. Das ist doch ein richtig klassischer Bossraum hier. Irgendwas krapscht jetzt nach mir. Hallo? Komm, gleich vibriert die Erde. Hallo? Hä? Gibt's doch nicht. Ah, da ist es. Du bist es, alles klar. Okay, wahrscheinlich ist das eine gute Feuergelegenheit hier. Feuer oder Frost, schätze ich mal. Okay, fuck. Oh, fuck. Oh, shit. Au, au, fuck. Ich bin relativ dem Tode nahe. Warte mal, warte mal. Okay, fuck. Scheiße. Au, au, au. Fast tot. Ah! Dorn. Ich befürchte, Feuer wäre hier besser. Und wahrscheinlich ist es auch besser, ihr da in die Knospe zu kloppen. Au, hör auf. Ja, das meinte ich. Den habe ich nämlich ins Gesicht getroffen. Ich weiß nicht, ob er jetzt Blutungsschaden genommen hat tatsächlich oder ob das der Treffer ins Gesicht war, aber der war gut.
Der Stamm ist natürlich dann das Widerstandsfähigste. Dass man da in die Blüte kloppt, ergibt auch schon Sinn. Ha! Wow! Fuck you! Oh no! Also du schon eigentlich, dass das albern ist gerade, ne? Okay. Alright. Gut. Das war ja irgendwo zu erwarten. Wer ist denn gut? Feuer. Ja, mache ich ja auch Feuer-Damage eigentlich? Ja, ich mache sogar Feuer-Damage. Allerdings dann. Mit der L1-Attacke. Ja, das ist ja nicht so schlecht. Nee, ich habe tatsächlich, das ging so schnell. Ich habe da in dem Moment gar nicht gecheckt, dass ich auch keine Belohnung bekommen habe. Baue ich irgendwas um? Ja, ich weiß nicht. Eis ist, glaube ich, gegen so einen Baum. Ich glaube, mit dem Feuer sind wir schon ganz gut bedient. Ich könnte... Wenn ich jetzt das große Katana nehme mit Eis, ist glaube ich nicht unbedingt. Bringt mir glaube ich nicht so viel. Also Feuer müsste eigentlich das Beste sein. Ich weiß nicht, ob ich eine Asche habe, die da... Es gibt ja auch diese Feuertöpfe, ne? Die sind wahrscheinlich auch sehr gut gegen die. So, jetzt nehmen wir mal unser... Was habe ich hier? Habe ich hier Eis drauf? Genau. Wenn wir mal... Habe ich irgendwas mit Feuer? Feuriges Uchikatana. Flammendes Uchikatana. Flammender Schlag, Flammenspeer. Wahrscheinlich ist flammender Schlag, klingt besser. Was haben wir noch? Mehr habe ich nicht. Oder? Das ist alles, was ich mit Feuer habe. Die beiden. Wie gesagt, ich habe ja noch nicht so viele Aschen. Drachen... Ich glaube, mit flammender Schlag ist so ein bisschen wie dieses Blutding, nur das ist ein Speer. Der macht natürlich jetzt erstmal ein bisschen mehr Feuerdamage. Eigentlich, der müsste eigentlich besser sein. Also, ihr sagt, beides ist gut, ne? Olaf sagt, flammender Schlag ist gut. Eloy sagt, Flamme Spear ist S-Tier. Kann man sogar die Wache noch mit Feuer bannen, okay. Kannst du eine Follow-up-Attacke machen? Ah, okay. Mit flammender Schlag, meinst du? Follow-up-Attacke machen, hast du eine Minute Feuer. Okay, das ist natürlich ganz cool. Wie mache ich die Follow-up? Also R2 und L2 und dann weiß ich nicht. Du könntest ja mal ausprobieren einfach. Ich kann ja auch beide theoretisch feurig machen. Was können wir da mal machen? Die ist ja schon auf A. Die skaliert runter. Da machen wir mit feurig und flammend, machen wir natürlich jetzt noch mehr. Da müssen wir doch eigentlich damit mehr Damage machen. Achso, L2, dann R2. Ich frage mich, was ich als... Also hier haben wir halt noch Feuerdamage, das ist ja eigentlich das, was du haben willst, ne? Also nehmen wir mal das. Und ich könnte jetzt ja eigentlich die andere Asche sogar noch auf das Blutding machen. Würde das nicht Sinn ergeben, jetzt zu sagen, wir packen das hier auch noch mit Flamme voll? Mache ich jetzt einfach mal. Probieren wir einfach alles aus. Ist doch lustig, dafür sind wir doch, haben wir doch alles. Ach so, und ja.
geil. Ja, das kann ich natürlich jetzt rausnehmen. Stört mich jetzt aber auch nicht gut. Was wiegt das? Ich könnte es rausnehmen, dann könnte ich mir noch irgendwas Besseres anziehen. Können wir jetzt sogar noch... Weiß nicht, kriege ich sogar... Ja. Können wir das wieder anziehen. Ich wollte noch was. Und zwar... Hier, das kann ich rausnehmen. Und so, habe ich irgendwas, was Feuer pusht? Irgendwas, was Feuer pusht. Ich habe keine Ahnung. Nie benutzt. Magma ist das ja wohl nicht, ne? Skorpiontal ist man, ich bin mir nicht sicher, ob ich das habe. Doch, da, das ist es doch. Da. Senkt die Schadensresistenz gegen Feuer, dann nehme ich mal an. Aber das ist ja egal, weil er macht ja kein Feuer. Ich nehme mal an, das ist nur die Resistenz gegen Feuer. So. Ging alles? Ah, okay. Egal, ich gehe jetzt mal so rein. Da ist er schon. Okay, fuck. Ja. Ja, okay. Ja, der macht viel Bleeding. Warte mal. Ja, körperlicher Schaden. Wenn wir da vielleicht was gegen Bleeding machen, habe ich was gegen Bleeding. Resistance. Blitz. Und Talisman. Was ist das Beste? Was nehmen wir da am besten? Oh, erhöht die Resistenz gegen das euch zuletzt zugefügte Leiden. Ja. Aber Robustheit ist gegen Blutung. Okay, Robustheit. Das wäre dann... Aber da habe ich nur Stufe 1, ne? Das ist natürlich ein bisschen blöd. Boah. Naja, das wär dieser hier. Vermutlich. Der gibt mir am meisten Resistenz gegen... Also am meisten Robustheit. Auch nicht super viel mehr, aber 150. Ja, können wir jetzt mal machen. Ich probiere das einfach mal aus. Wieso, was ist denn das hier eigentlich? Oh fuck, komm ich gar nicht hin. Mach mal den ran, ey. Okay. Okay, scheiße. Dornröschen, ey. Achso, weil die Robustheit gestiegen ist, jetzt müsst ihr das erstmal abnehmen, alles klar. Okay, ich hatte das Gefühl, da war eben einfacher, aber da kam ich auch schneller an ihn ran. Scheiß Pflanze, ey. Wie habe ich denn das zweite Schild abgewählt? Fuck! Ich hab... Fuck!
Was habe ich denn gemacht? Ich habe mich falsch ausgerüstet. Ich habe das zweite Schwert nicht dabei. Was habe ich denn da gemacht? Ich wollte das zweite Schwert dabei haben. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht ausgerüstet hatte. Was habe ich denn da gemacht? Ach. Ich habe das da hingelegt. Warte mal, welches nehme ich jetzt auf links? Ah, nee. Was ist denn das? Nee, das wollen wir anders machen. Das wollten wir. Okay, jetzt habe ich das, wie ich es wollte. Und eine Sache wollte ich noch machen. Und zwar meine Träne, meine Gewürzmischung hier. Da kann ich doch auch nochmal... Ich weiß ja nicht, was ja in der zweiten Phase Phase ist, aber da sollten wir mal das hier rausnehmen. Und... Feuerangriffe. Ja, ist doch gut. Okay. Let's go. Ach, warte, muss ich nochmal... Nee. So. Oh, warte, das ist mir erwischt. Ey, hör mal auf jetzt. Boah, ey. Fuck, ich komme eigentlich richtig zur Ruhe hier. Oh, fuck. Oh. Fuck, Dornen. Ah, shoot. Da ist die Frage, wie ich am besten aus dieser Dornigkeit rauskomme. Ich weiß nicht, wie lange das hier anhält, aber ich mach das mal jetzt. Ach, zu spät, krollt. Oh Gott, ey. Genau in die flache Rückhand rein, ey. Das war's schon wieder. Scheiße. Oh Mann, ey! Oh, diese Gedorns. Wie komme ich denn am besten aus diesem Area of Effect Dornteppich raus? Also wir haben den ja gerade platt gemacht, Phase 1 bei First Try. Vielleicht war das auch nur eine Lock-Phase. Und in Wirklichkeit ist der viel schwieriger, als ich es gerade angenommen hatte. Deswegen, von meinem Mindset her ist das eher so ein, oh, komm, den machen wir jetzt. Aber wer ist es gar nicht so? Zu spät. Und genau in die Rückhand schon wieder. Falsches Timing hoch 12. Okay. Okay, das war's. Können wir einfach stehen bleiben? Keine Ausdauer mehr? Ne, daran liegt's. Ah, Mann, ey. Ich hab mich nicht geheilt. Dieser Dornteppich, da muss ich kurz überlegen. Und ich muss ja mal häufiger ans Gesicht hauen.
Ich sollte nicht den Baumstamm anvisieren, sondern einfach mal ins Blütengesicht prügeln. Dann passt das schon. Fuck, da habe ich sie fast erwischt. Ah, nee, sie macht... Oh, sie macht gefährliche Sachen. Oh, was macht sie denn? Ich will das nicht, dass sie das macht. Was ist das? Warum macht sie das jetzt? Das hat sie doch vorhin nicht gemacht. Oder ist das vielleicht schon... Nee, das war... Oder hat sie jetzt nur noch diese eine Phase? Nee, da kommt doch noch eine zweite Phase, Mann. Ah, senkt die Schadensresistenz, ne? Ja, das ist tatsächlich zu kostspielig, das lasse ich mal. Wir nehmen... den. Ja, das ist, ich nehme zu viel Schaden. Und die Stacheln sind ja wohl tatsächlich physisch, ne? Ja. Ah, ja, exakt, ja, dumm. Bleiben noch kurz am Stamm. Ah, nein, 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 das war's. Vergessen zu heilen! Ah, ich musste einfach auch mal weg. Ich musste mal eine Distanz. Ich weiß nicht, wie ich da. Wenn ich da an ihm dran bin, das ist eine blöde Attacke. Ich muss. Du hast deine Waffen auf Glaube-Scaling. Willst du das so? Nee, aber ich hab. Ich will Feuer-Damage machen. Wird schon, alles klar. Wir machen das. Wir machen das. Ich muss. Das ist, hör auf jetzt. Mann, ich hasse es sehr. Ich komme da nicht weg. Das ist gemein. Nein. Nein, weg, 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 weg. Scheiße. Oh, ich krieg immer so viel Schaden. Ernsthaft? Also jetzt kommt Phase 2, ne? Scheiße.
oder? Ach, wo ist jetzt der zweite? Wo kommt er? Ja, das ist doch gemein, dass der so ins Gesicht kommt. Ah, er macht jetzt diese Geschichte. Ah, Nils, nein, Nils, Mann. Dummer Fehler, Heilfehler, dummer Heilfehler. Das ist falsches Timing. Panik-Timing. Falsches Timing. In Panikbereichen eingedrungen. Und auch das war schlechtes. No way, Jose! Feuerig skaliert primär mit Stärke. Ja, habe ich alles. Das ist nicht in Ordnung. Ich bin da diesem Mesmer-Boss entflogen, weil ich ein bisschen was erkunden wollte. Jetzt hänge ich am nächsten Boss. Ah, okay. Blumen sind ja anfällig gegen Frost. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich auf Frost gehen soll, aber ich habe schon das Gefühl, es ist ja eine Pflanze und das ist eigentlich ist das Krasseste gegen Pflanzenfeuer. Komm, hier habe ich komplett gefressen. Sein Gesicht. Mann. Komm nicht weg hier, das ist vermisste Kacke. Lass mich doch mal da wegrollen jetzt. Oh, das ist ja so gemein, ey. Okay, alles klar. Fuck! Ja, du mieses Schwein! Langsam! Fuck! No, no, no! Nein! Okay, da kann ich eigentlich nichts mehr machen. Ah, jetzt komme ich gar nicht mehr in irgendwas rein.
Ja, ich muss mir an den Kopf, das ist aber natürlich viel leichter, an den Stängel ranzugehen, aber natürlich ist der Kopf das Eigentliche. Ich überlege, ob ich noch mehr auf Physical Damage verhindern gehen soll bei meiner Arzneimischung. Das wäre dann entweder das, nee, das. Resistenzen. Das hier verringert den erlittenen Schaden. Ja, ja schon. Die verhärtete Träne. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist vielleicht schon okay. Machen wir es mal so. Irgendeinen Bus müssen wir legen. Herr Holunder. Kladena. Vielen Dank. So, ran jetzt nochmal an die Roulette. Hallo, kann ich auch mal irgendwas? Vom Timing völlig falsch! Okay, die lässt mich da irgendwo hin. Okay, das war's. Nein, das war's noch nicht. Da bin ich gerade nicht richtig drin. Oh, da hab ich ihren Kopf nicht erwischt. Heilig, Nils. Heilig. Oh, sie kommt wieder mit ihrer Bösartigkeit. Hier nix. Oh, fuck. Oh, das tut weh. Ja, okay, alles klar. Ist okay. Oh, no, no, no. Oh, ich verprügel sie nicht einfach richtig. Keine Dinger mehr für die zweite Phase. Ja, das ist aber trotzdem Quatsch wie Soße hier. Ach ja, zu viele Fehler gemacht. Aber ich darf sie nicht mal berühren, ne? Wieso erwischt sie mich denn so krass? Quatsch. Wir wollen mich in Ruhe lassen. Ah, da ist er tot. Ich hätte zu wenig Heilungskraft. Was ich auch machen kann, ich
kann eigentlich auch noch die letzte Flask zum Heilen mitnehmen. Weil ich glaube, das Feuer macht jetzt gar nicht so... Ich brauche das ja gar nicht so oft. Probieren wir es mal so. Vielleicht bringt es was. Verdrückt, das war dumm. Jetzt ist alles wieder scheiße. Aber lass mich, schnappt sie hier wieder rum, die waren, ja, sei mal wieder wahnsinnig. Mann, ey. Ja, tschüss. Okay. Ich bin jetzt ein bisschen schlecht, wie oft du das machst, ehrlich gesagt, aber okay. Jetzt ist eh vorbei. Verdrückt! Ein bisschen freier rumlaufen. Wenn sie das machen, muss ich raus aus der Suppe da, komme ich aber nicht. Ja, das ist jetzt richtig scheiße. Jetzt kommt mal diese. Ja. Genau. Oh Mist, ey. Kein gutes Timing gerade. Das ist gar nichts. Nein, ich komme auch nicht mehr aus der Suppe raus. Ach Gott im Himmel, ey. Jetzt habe ich keine Flask mehr. Nein! Mann! Wo ist der Kopf? Jetzt habe ich eine Flask. Die habe ich auch nicht genommen hier. Voll blöd. Frech. Arschloch. Wir waren original, wir waren doch gerade bei diesem anderen Boss. Ich wollte doch ein bisschen erkunden. Wieso mache ich denn jetzt einfach einen anderen Boss, bevor ich den anderen Boss gemacht habe? Aber ich habe bei dem das Gefühl, der ist schon machbar. Der ist einfach ultra nervig. Ich muss den einfach ein bisschen besser lesen. Von Anfang an falsch daran gegangen. Das zum Beispiel. Timing, einfach grässliches Timing. Ja, genau.
Ah, nicht kommen. Warum? Mann, das ist zum Kotzen! Oh Gott, mein Timing ist komplett off. Und, okay, das ist einfach nur lame rum. Okay, ich gerade einfach. Jeden serviert! Ah, es ist. Das Ding ist so viel frustiger als dieser andere Reinhold Messmer, weil ich ärgere mich auch so über meine eigene Unfähigkeit, weil mein Timing gerade einfach so schlecht ist. Voila. Geil. Ich kann jetzt nicht den nächsten Boss. Der frustet mich ein bisschen, weil ich den echt frech finde, einfach nur. Der ist nervig. Ich habe keinen Bock, seine Patterns zu lernen. Den ja auch so schlecht kommen, einfach. Na, wie weit geht das denn, das Gebiet? Das ist ja. Ach, hör auf, einfach. Ich hab keinen Bock mehr auf den Boss. Der nervt mich einfach nur noch so hart. Ey. Ich habe das Gefühl, ich bin kurz davor, den zu machen. Es braucht nur einen konzentrierten Versuch. Auch in der zweiten Phase muss man ihm einfach ein paar Mal mit dem Feuer ins Gesicht kloppen. Das ist schon okay, aber der nervt mich hart, weil der so überladen groß ist und dann so völlig lächerlich beweglich, aber die Kamera ist auch, das ist super schwer zu sehen. Wann kommen seine blöden Dornen aus dem Boden, welche Reichweite haben die? Ich bedecke mir einfach das komplette Areal. Ich bin nicht leicht bei Bossen genervt, aber der nervt mich gerade. Der nervt mich richtig. Ich den auch nicht treffe, ne? Der hat ein riesen Blütenblatt. Das halbe Gebiet ist. Lass mich einfach nur ruhig. Du ekelhaftes Getier. Der ist einfach überall, ne? Zieh da seinen Kackkopf da noch raus! Lass mich in Ruhe jetzt! Du musst mit Schild spielen. Du kannst fast alle Angriffe der Blume blocken. Okay.
Oh Gott, der Wahnsinn sitzt mir im Nacken. Er hat sich wieder mit seinen langen Fingernägeln ganz tief ins Hirn gebohrt und festgebissen. Aber ey, ich war so gut drauf mit Reinhold Messmer. Das war so ein schöner Bosskampf. Stück für Stück. Und die alte Kröte hier nervt mich gerade hart. Mann, ey. Wie auf den Fall. Guck mal, das ganze fucking Levelgebiet ist verseucht. Okay. Es macht einfach keinen Spaß. Der Typ ist einfach eine harte, nervige Sau. Hau ich ihm einfach gegen den Fuß, mir egal. Und wieder weg mit seinem Gesicht. Mann, ich treffe sein Riesengesicht nicht. Er hat einfach ein 100 Meter großes Riesengesicht. Ich treffe es nicht. Guck mal hier. Das ist überall. Ich bin so sauer. Das wäre der Punkt, wo ich eigentlich das Gebiet verlassen müsste. Weil der mich so kitzelig macht. Es ist gleich Fieberlappenzeit. Nee. Ah! Egal, ich mach das jetzt. Ich kann ihn auch einfach mit Töpfen beschmeißen. Mit diesen großen Feuertöpfen. Aus der Entfernung. Ich schaff das auch so. Es liegt an mir. Ich bin einfach gerade unkonzentriert und abgefuckt. Ich gehe nochmal rein. Das zählt jetzt nicht. 5 Subs, wenn du den jetzt machst, ja, aber das zählt jetzt nicht. Ich habe mich jetzt extra morden lassen, weil ich keinen Bock habe, so zu starten. Wenn ich jetzt direkt die ersten beiden Dornwellen schon verpasse, bin ich schon schlecht gelaunt. So, jetzt zählt's. Okay. Durch da. Jetzt hau ich ihm einfach immer ins Gesicht. Mann! Kommt nicht weg, du Schweine, gesichtiges Dreckspflanzenvieh. Deine Stachelteppiche bedecken alles. Die ganze Welt ist von ihr beseelt. Du steckst sie raus aus deinem Mutterboden. Damit kennst du dich aus. Ach Gott. Egal, es liegt an mir. Ich muss mich jetzt mal ganz kurz zusammennehmen. Der bietet so wenig Erfolgserlebnisse. Komm jetzt. Es liegt nur an mir. Da, alle, hier, der ganze gesamte Wald ist... Ja. Das ist egal. Also, jetzt wird's mal einigermaßen klappt. Wo bist du? Oh, der hat so ein Riesengesicht. Ja. Na, das ist...
völlig ganz normale Reaktion auf. Nein, das ist einfach. Ich komm nicht weg. Ja, machst du jetzt noch das? Ja, leck von mir. Oh Gott. Ich mag den Boss nicht. Ich mag ihn nicht, ich will ihn nur mal. Okay, ich muss den Wahnsinn einfach abschütteln. Das ist, ich kann nicht jetzt verrückt werden. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Ich bin jetzt offiziell verrückt. Das ist leider passiert, aber. Dann mache ich den jetzt halt im Verrückten. Albern, sagen wir mal ehrlich. Einfach. Da muss man auch mal eine gewisse Ehrlichkeit einfach. Ja, das ist einfach. Das ist wirklich unmöglich. Ich treffe auch nicht, ne? Dein Gesicht ist riesig wie das von Bo. Ja, es ist einfach überall! Ich komm mal auf den Typen, der nervt mich hart. Das ist einfach überall! Der scheiß Heini, ey. Kann ich auch abhauen? Der haut ja, der will ja eh jetzt hier wieder seinen Kladderadatsch machen. Fuck,
Was muss ich jetzt noch machen? Muss ich jetzt noch mal hauen? Oh, ich dachte gerade, ey. Wehe, der kommt noch mal wieder. Wehe, wehe. Nein! Nein! Oh, das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich einfach nicht. Oh Gott. Oh Gott, das ist ja einfach die mieseste Drecksau unter dem Himmel. Ey, was fällt dieser... Oh Gott, dieser Drecksbaum. Und ich habe am Ende noch gedacht, so, okay, ich habe keine Flask mehr, jetzt habe ich keinen Bock, dass der mich noch... Es war ja wirklich jetzt knapp am Ende, ne? Ich hätte auch noch vorher sterben können mit ein bisschen Pech. Aber... Also das ist ja wirklich das Hinterletzte. Ich bin richtig sauer. Der Boss macht einfach gar keinen Spaß. Das ist das Problem, was ich mit dem Boss habe, ist dieser andere Typ da, der Mesmer, der ist halt bockschwer, aber der macht irgendwo Spaß, weil man mit dem tanzen kann, weil man seine Moves lernen kann, weil man Stück für Stück besser wird. Der ist einfach nur nervig. Ich beende aber jetzt eh diese Folge. Also, wenn man ein anderes Mindset hat, ne? Dann kann man den sicherlich gut machen, weil man muss wahrscheinlich einfach geduldig sein und immer nur in gewissen Situationen, wenn er einem den Kopf hinhält, einfach so gut wie möglich auf den Kopf, scheiß auf den Stamm. Man sollte sich gar nicht mit dem Stamm aufhalten. Der verlockt einen nur. Obwohl man gar nicht genug Schaden macht. Am Ende muss man sich darauf konzentrieren und so tun, als wenn der Kopf das Einzige ist, was Schaden nimmt. Weil wenn ich jedes Mal an den Stamm rangehe, dann bin ich nah dran, dann macht er seinen Area of Effect Angriff und dann komme ich wieder in so eine Reaktionsspirale. Ich muss einfach echt geduldig sein, vielleicht einen gewissen Abstand auch halten. Ich glaube, der Stamm ist eine Verführung. Man muss den komplett ignorieren. Ich darf einfach nur an den Kopf ran. Ich glaube, das war mein Problem. Ich muss dann einfach nur er hat ja trotzdem noch so diese Holzarme da, seine blöden Äste. Mit denen wirbelt er herum und die muss ich im Auge behalten. Aber wenn ich eine gewisse Distanz halte und dann kommt er irgendwann mit seinem Kopf runter, dann muss ich ihm ein, zwei geben oder was. Oder vom Stamm aus den Kopf angreifen geht auch, aber dann nicht zu lange da aufhalten, weil er dann seinen Area of Effect Shit macht. Und diese goldenen Lichtblitze da, die er dann, das sind ja drei Stück, die geben alle so einen Ton ab, müsst ihr mal darauf achten. Wenn die runterkommen, geben die einen Ton ab und man kann sich eigentlich akustisch, auch wenn man die nicht sieht, kann man sich eigentlich an diesem Ping orientieren. Dass, wenn dieser Ping kommt, dann muss man kurz danach eigentlich rollen. Und er macht halt drei Stück davon. Ping, rollen, Ping,
rollen, ping, rollen. So müsste es eigentlich gehen. Aber ich bin richtig genervt von diesem Boss. I say it. Ich sag's, wie es ist. Nils Brumhoff, ich sag's, wie es ist. Wenn er diese Ping-Attacke macht, solltest du versuchen, so weit wie möglich wegzulaufen. Habe ich mehr Zeit zu reagieren, das stimmt, ja. Aber dass der Original noch eine dritte Phase hat, ich meine, jetzt ist ja die Büchse der Pandora geöffnet, das kann ja auch sein, dass der noch eine vierte Phase hat. Also wer sagt mir denn, dass der nicht auch eine vierte Phase hat? Wenn er schon drei hat, kann er auch vier haben oder fünf. Die sind ja irre. Vielleicht ist das dann auch irgendwann, glaubt man so, okay, der steht immer wieder auf. Man kann, das ist eine Vampirpflanze, der steht einfach immer wieder auf. Und dann kommst du irgendwann, bist du beim 12. Versuch, hast du die Angriffe einigermaßen dechiffriert und weißt, was du so machen musst und hängst einfach 2 Stunden ununterbrochen an dem, weil der einfach immer wieder aufsteht. Und dann gibt es irgendeinen Kniff, muss man irgendwo einen Schalter drücken. Und dann kommt irgendwie Pflanzengift auf ihn runtergeregnet und dann ist er tot oder so. Also ich glaube, in der Theorie, ich habe halt ein paar Ansätze noch, die ich gegen den Boss verfolgen könnte, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber das ist kein Boss, der Spaß macht. Das ist kein Funofun-Boss. Ich guck noch mal kurz jetzt. Es ist eh schon 11. Lass uns noch mal kurz. Boah, bin ich genervt, ey. Ich gehe jetzt nicht noch mal da rein. Das macht mir schlechte Laune. Und ich will euch auch keine schlechte Laune machen. Ich mache jetzt mal was. Wir waren hier. Ich gehe jetzt noch mal woanders hin. Ich will noch mal ein gutes Erlebnis haben jetzt. Sowohl für euch als auch für mich. Ich habe keine Lust, dass wir in diesem... So, hier waren wir nämlich... Jetzt, wieso habe ich eigentlich so ein milchiges... Ach. So, pass auf. Wir machen noch ein bisschen Abenteuer. Weil ich... Ach, fuck. Ah, nee, ich hatte keine Seelen im Bossraum. Okay. So, wenn jetzt hier auch irgendwas ist, was mich nervt, dann... Jetzt habe ich immer noch mein Feuerbild, by the way. Nee, warte mal. So will ich nicht durch die Gegend laufen. Das passt von hinten und vorne nicht. Das war für diesen Pflanzenboss okay, aber ich habe die Skalierung und so ist... Das ist Quatsch so. Ich will so nicht kämpfen. Wir machen wieder ein auf Eis und dann auf solide. Und das eine machen wir mit dem Blutbild und gehen auf Okkult skaliert mit Arkan, das kann halt auch sehr lustig sein. Oder mit solide. Solide macht ungefähr 500 noch was. Kann ja nicht mehr rechnen. 520. Und ein paar zerquetschte oder sowas. Und Okkult. Oh, das müssten eigentlich. Es müssten mehr sein bei Okkult, oder? Oder bin ich gerade blöd im Gehirn? Okkult ist besser, oder? Ich habe ja auch Arkan. Ich kann gerade nicht rechnen, Leute. Ich bin so vom. Von diesem Pflanzenboss. Ich habe auch irgendein Haar im Auge oder irgendwas Seltsames. Geh weg. Ich glaube, ich mache das mal auf Kult.
Machen wir Eis. Dann müssen wir natürlich eigentlich noch... Nee, warte. Entschuldigung. Das nochmal austauschen. Ei. So, jetzt haben wir mittlere Last. Jetzt müssen wir den Talisman nochmal austauschen und... das vielleicht noch mal wieder nehmen. Ich habe auch ein bisschen Bock, auch noch mal auf Parry zu gehen. Das finde ich auch mal sehr befriedigend. Ich überlege, ob ich da noch mal vielleicht den Buckler hier mitnehme, den ich mir extra gekauft habe. Aber da, warte mal, den muss ich dann... lieber die Carrion Retaliation Asche. Die besten Frames und ist kostenlos. Carrion Retaliation? Wie ist das denn? Es ist... ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißt. Die müsste dann ja eigentlich... habe ich gar nicht. Fürs Parieren, ach so. Hier, fürs Parieren. Ich habe nur die und die. Ich habe nur die drei. Aber die meinst du nicht, ne? Unbeugsamer Schwur? Machen das mal so. So, wir müssen hier durch das Ding da laufen. Nein, ich bin fett, oder? Ja. Die können wir. Die ist gar nicht so schlecht, die Stulpen. So. Jetzt muss ich wieder... oh, was haben wir denn da oben? Das lädt hier auch für so einen Drachenangriff ein. Schmiedesteinstufe 3. Das ist aber auch eher so ein unbefriedigendes Stück Belohnung. Schmiedestein. Ach ja, fuck. Okay, das ist so dumm. Das Schild noch ausgerüstet. So kann man ja nicht. So. Was ist hinter dieser sehr übertrieben langen Brücke? Das ist ja eigentlich ganz geil, ne? Also wenn du... eine uneinnehmbare Festung einfach. Architektonisch, wenn man so ein bisschen Bock hat auf so epische Burgen. Und was? Hallo? Was ist denn das jetzt? Können wir... hallo? Wir sind uns schon einig, dass das gerade Quatsch mit Soße. Was ist das denn da? Ist das der da ganz hinten? Was hat der denn für eine Reichweite? Okay, aber der kann doch jetzt nicht... und also hier wird der nicht regnen können, oder? Was ist das denn?
Ist er das da hinten? Also, ehrlich gesagt, was? Bin ich doch sicher, oder? Also, ich könnte jetzt auch einfach meinen Bogen nehmen und ihr sagen, komm doch her, lass mich in Ruhe. Was soll denn das? Ich habe jetzt keinen Bock auf den Bogen. Ich warte lieber, bis ihr Zauber verwirkt ist. Hör auf jetzt! Was eine freche Frau! Oh, ich habe jetzt den Feuerregen erlernt. Das sah mir doch nach was. Das sah doch schön aus. Kann ich aber nicht nutzen. So, ich gehe jetzt einmal, bevor ich da jetzt reingehe, nochmal zurück und hole mir die Leckerlis, die ich da jetzt leider liegen lassen musste. Auch wenn das jetzt minderwertige Blutqualität ist, aber ich lasse nichts liegen. Oh. Überraschenderweise darf ich mein Pony hier nutzen. Durfte ich das eben auch nutzen? Hätte ich da einfach durch die Regenwolke durch... Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich mein Pony benutzen darf. Deswegen habe ich es nicht mal probiert. Aha, lol. Na gut. Hier ist vermutlich aber Ponypause, oder? Da ist Ponypause. Aber hier hätte ich noch reinreiten können. Okay. Dunkel Schmiedestein. Zudem sag ich nicht nein. Also ich erwarte hier ehrlich gesagt sowas wie einen Schmied. Ich erwarte hier einen Schmied. Weil es gibt hier so viele Schmiedesteine. Warum sollten sie die besitzen und mit sich rumschleppen, wenn sie nicht einem riesigen Schmied dienen? Auf. Oh, ich sehe eine weitere Gnade. Das gefällt mir gut. Setzen Sie sich hin. Schauen wir noch mal hier runter. Uralte. Oh, das habe ich jetzt gebraucht. Das ist das Kartenstück. Das ist ein Anblick, den ich gebraucht habe. Oh, das sieht ja so viel besser aus als das, was ich gerade erdulden musste. Hier blüht ja endlich mal das Leben. Das ist ja so schön. Hier ist Lebendigkeit. Oh. Das ist wirklich labsam. Labsal. Für die Seele. Einfach dieses grüne. Oh, wie schön. Vernünftige Pflanzen. Nicht so irre Riesensonnenblumen. Ist das nicht schön? Oh, herrlich.
Ich rieche richtig das Gras. Es kitzelt mich unter meinen stählernen Stulpen. Und zaubert mir ein sanftes Lächeln auf das verborgene Gesicht. Aber da sieht man nochmal. Hammergeil. Wie lange das wohl gebraucht hat. Was ist denn da los? Okay, das sieht einfach nur geil aus. Wie lange dauert das, sowas zu bauen? Boah. Da hinten geht's weiter. Also überall sehe ich neue tolle Ziele. Als erstes sollten wir mal das Kartenstück, das fehlende Kartenstück an uns bringen. Damit wir hier... Warum ist hier so eine Lücke? Oh, hier ist noch ein kleines Item. Oh, ein tolles goldenes Horn. Diese kleinen Mini-Runen. Meint ihr, dass hier irgendwo vielleicht ein versteckter Eingang ist? Eine versteckte Wand? Oh, was ist da unten für ein Balkon? Boah. Du Schwede. Ich befürchte hier, ich habe jetzt keine Lust, die alle abzureiten. Aber es wäre halt schon geil, wenn hier noch eine verborgene Wand wäre, dass man vielleicht da, wo der Typ sitzt. Ne? Wahrscheinlich war es genau die eine Wand, die ich nicht gehauen habe. Das ist hier immer das Fatale, wenn man einmal anfängt. Was ist das für ein Geschöpf? Ein Bär? Oh, hatten wir nicht ganz zu Beginn so richtig... Ja, Riesenbären, die sehr gefährlich waren. Jetzt lache ich über den Bären. So. Aber das ist so ein riesiges, neues, tolles Gebiet. Und ich finde, das ist jetzt hier eine sehr, sehr schöne Stelle, um in Friedfertigkeit diese Folge zu beenden. Mit diesem wunderschönen Blick auf die heile Natur, auf das blühende Leben. Auf Pflanzen, die Pflanzen sind und nicht irre auf ein Einpeitschen und Dornen verteilen. Das war wiederum Wilbald mit wilden Abenteuern. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir haben so viel zu tun noch. Es gibt so viele Stellen, keine Sackgassen. Das ist herrlich. Wir können uns aussuchen, wo wir als nächstes weitermachen. Und ich finde, diese Stelle eigentlich lädt sehr schön ein. Wir werden ein bisschen leveln vielleicht und gucken, was sich hier so verbirgt. Und dann haben wir ja auch jetzt zwei Bosse noch, die wir dann irgendwann zeitnah in Angriff nehmen können. Ich bin bei beiden zuversichtlich, dass wir das irgendwann packen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.